Hallo und herzlich willkommen zu den heutigen Weekly News. Wir haben heute wieder mal ein Daisy-Spezial, das bedeutet mehrere Infos und News zu der Daisy Standalone, zu dem neuen Patch und weiteres. Also mehr dazu nach dem Intro. Ja, ab morgen beginnt ja auf meinem Kanal die Daisy Standalone Woche. Das bedeutet, Montag, Mittwoch und Freitag kommt nur die Daisy Standalone. Bevor jetzt einige den Kopf schütteln und sagen, ah, das ist doch langweilig, das ist, naja, Epoch. Ich kann euch verstehen, ich weiß, dass Epoch immer spannender ist und der größte Teil der Leute möchte Epoch sehen. Aber die kommenden Folgen der Daisy Standalone, die ihr hier im Hintergrund auch seht, schon mal exklusiv heute, werden nicht so langweilig wie die anderen Folgen, sondern ich werde mit 5 anderen Leuten zusammen spielen, die ihr vielleicht auch kennen werdet aus anderen Spielen oder vielleicht auch aus Daisy. 5 andere Leute, die alle einen YouTube-Kanal haben und die ihr vielleicht kennt. Lasst euch mal überraschen darauf, jedenfalls schon mal. Und ja, da geht halt ein komplett neues Abenteuer los. Ich weiß auch noch nicht, ob das immer noch das Survival-Tagebuch werden wird, wie ich es bis jetzt hatte, oder ob ich das Format neu benennen will. Ich werde es sehen. Jedenfalls wird es jetzt ein bisschen voller. Es wird mehr Sachen passieren, mehr Gelaber, keine stillen Momente mehr. Und ja, ich denke, das wird dem Ganzen schon mal gut tun. Und auch für die Leute, die sonst Epoch gewöhnt sind, schaut es euch mal an und entscheidet dann, ob ihr es sehen wollt oder nicht. Die ersten Folgen werden ein bisschen ruhiger und dann, ich kann euch sagen, ab der 3. Folge, glaube ich, geht es halt richtig zur Sache. Sind wirklich tolle Leute und könnt ihr natürlich auf deren Kanälen dann aus anderen Perspektiven noch gucken und so. Guckt einfach an, macht euch eine Meinung und fangen wir an mit den richtigen Daisy News jetzt. Es kam ja diese Woche ein Patch raus, ein wirklich fetter Patch, 1 GB Versionsnummer 0.42.116181. Ist wahrscheinlich eben egal, aber es wurden viele Sachen gefixt, es wurden neue Sachen hinzugefügt und allgemein bin ich sehr zufrieden mit dem Patch. Wir haben mit dem neuen Patch natürlich auch gespielt, deswegen weiß ich jetzt auch, was so dabei ist. Und zwar viele neue Waffen wurden hinzugefügt, was heißt viele, ich glaube 4 oder 5, jedenfalls Pistolen neue, Gewehre neue. Außerdem wurde noch eine neue Stadt und zwar Tschernaja hinzugefügt, die wurde auch mit Straßenschildern ausgeschildert, sag ich mal, also wurde richtig in diese Welt integriert. Ebenfalls neu, diese neuen Polizeistationen wurden in vielen Ortschaften, Elektro und sowas, wurden jetzt diese Polizeistationen hinzugefügt, wo man jetzt auch Waffen und so finden kann und kleinere Krankenhäuser gibt es jetzt auch. Außerdem wurden halt viele Sachen gefixt oder wenn man sich übergibt, hat das jetzt einen Sound. Yay. Und außerdem halt noch viele neue Gegenstände und so weiter. Auf jeden Fall ein schöner Patch. Manche werden es mitbekommen haben, die Server waren sehr, sehr unstabil, beziehungsweise man wurde oft gekickt und alles nach diesem Patch. Also 3 Tage oder so lief halt DayZ mega unstabil. Und die haben gestern erst einen neuen Patch rausgehauen, so einen kleinen Hotfix, der das Problem gefixt hat, kann ich bestätigen. Man kennt zwar immer noch diese Desyncs, die sind ständig immer noch da und nervig, aber trotzdem leuchtet wieder stabil alles und supi-dupi alles, ja. Außerdem der Regen wurde jetzt richtig eingefügt, das heißt, man wird jetzt wirklich nass, wenn es regnet. Man kann sie unter Tannen unterstellen und sowas, das ist eigentlich ganz lustig. Unten links ploppt dann immer eine Meldung auf, you are getting wet oder you are not longer getting wet. Jedes Mal, wenn du unter irgendeinem Tannenzweig hindurchläufst, steht da dann, ja, du wirst jetzt nicht mehr nass und dann, wenn man wieder draußen ist, ja, du wirst nass. Ist relativ nervig, aber okay, es ist realistisch, man wird jetzt richtig durchnässt, und wird nass wie im echten Leben. Und ist eigentlich ein cooles Feature, kann nur nervig sein, aber wir haben uns dann auch mal beobachtet beim Probezocken, dass wir halt tatsächlich uns unterstellen mussten, damit wir halt nicht nass werden. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das mit den Krankheiten ist, ob man gleich schon krank wird. Das hatten sie ja im letzten Deathblock gesagt, dass man dadurch Lungenkrebs kriegen kann und sterben kann und AIDS und was weiß ich. Jedenfalls weiß ich noch nicht, ob das schon drin ist. Das stand jetzt, glaube ich, jedenfalls nicht in den Patch Notes. Ihr könnt die Patch Notes auch in der Beschreibung finden. Da sind sie verlinkt. Und jedenfalls soll das noch kommen, dass man halt wirklich krank wird dadurch, wenn man zu lange unter Netze leidet, sage ich mal. Finde ich auch relativ realistisch. Ja, das war es dann auch schon mit den Weekly News. Ich hoffe, es konnte euch ein bisschen informieren. Und wie gesagt, schreibt dich nicht ab. Lernen, lesen und DayZ gucken. Einfach mal die DayZ Standalone-Folgen angucken. Wie gesagt, am Anfang noch etwas ruhiger, aber lernt die Leute mal kennen. Es sind wirklich coole Personen. Und ich kann es nicht oft genug sagen. Hat Spaß gemacht mit denen und zieht euch einfach mal rein. Und
Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag, beziehungsweise wenn ihr das am Montag guckt, noch einen schönen Restmontag und wenn ihr es am Dienstag guckt, dann einen schönen Restdienstag und so weiter. Ja, Folgen kommen dann Montag, Mittwoch und Freitag, vielleicht auch sonntags. Wir haben uns da noch nicht ganz entschieden, wie das mit dem Upload kommen wird. Schauen wir mal. Dann wisst ihr jetzt Bescheid. Und ja, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über ein Like freuen oder wenn ihr das Video mit euren Freunden auf Facebook oder anderen Plattformen teilt oder wenn ihr mir einen Hashtag DaisyStandalone oder Hashtag Daisy in den Kommentaren hinterlasst, um die Relevanz auf YouTube für dieses Video zu steigern. Das würde auf jeden Fall sehr helfen. Von daher, Dankeschön fürs Zuschauen, haut rein, lasst knacken und bis dahin, ciao!